Was geht ab, meine Seefighter Osiria, und zu weiteren Breaking und wirklich großen News. Ich fühle mich schon wie Nachrichtensprecher, aber wir haben nun einen weiteren Leak bekommen, weiteren wirklich spicy Leak. Shoutout hier an Dash, an iSeries und an Kowai. Sie haben nämlich die Ingame-Trailer herausgegeben, beziehungsweise geleakt, die uns für die 250 Millionen Celebration erwarten werden. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Trailer an. Ja, an der Stelle Shoutout an iSeries, wie gesagt. Ja. Freezer vs. Goku und, ja, 250 Millionen Download Banner, beziehungsweise Celebration, boom, Leute, boom. Das sind die Ingame-Trailer, die uns erwarten werden für die 250 Millionen Celebration. Das ist jetzt erstmal nur japanisch, die Celebration sollte aber auch bei den Versionen stattfinden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was wir hier haben, hier an der Stelle, wir schauen uns das nochmal ganz kurz an, wir haben zwei Trailer. Das ist der erste Trailer, wie gesagt, auch wenn es japanisch gegeben ist, sollte eigentlich wirklich auf beiden Versionen kommen. Denn die 250 Millionen Download Celebration war eigentlich bis jetzt immer so. Und zwar, ja, na, Apurunga. Das hier, Freunde. Genau das hier, genau das hier. Das sind die Artworks von den Charakteren, die geleakt worden sind. Zum einen erste vom Freezer, wie wir es hier sehen. Und zum anderen der Goku. Heißt, hiermit ist eigentlich schon natürlich nicht offiziell bestätigt, aber wir können hier von bestätigt reden, denn dieser Trailer ist in den Spieldaten. Diesen Trailer haben sie für uns veröffentlicht und da kommen die Artworks dieser Charaktere vor. Heißt, den Start, wie sie es damals gesagt haben, Ende August circa, werden die Charaktere, diese beiden Charaktere hier den Anfang machen, der Celebration in ihren Dodokan-Fest. Und dann hieß es ja, dass Mitte September noch ein LR Goku und Freezer Angel kommen sollte. Und da haben wir ein zweites Video, einen zweiten Trailer schon an Kowai, nämlich Ja. Was ist das? Wir hatten vorhin Purunga. Jetzt gehen wir eine Stufe höher vielleicht. The Legend of, was sind die heutigen Sarama-Missionen? Nee, also darf ich aber nicht allzu viel spekulieren. Wir haben hier dann quasi ab Mitte September Sarama anstatt Purunga. Und wir haben hier natürlich einen Full Power Jiren. Und über diesen Jiren werde ich gleich reden. Und das wichtige Goku. Natürlich aus der Dragon Ball Super Szene. Goku und Freezer Angel gegen Jiren. Auch ebenfalls zu den 250 Millionen Celebration. So, Freunde. Folgendes. Da wir jetzt zwei Trailer haben, gehe ich sehr stark davon aus, dass das hier Part 1 sein wird. Ähnlich wie bei Jubiläum. Beim Jubiläum gab es auch Part 1, Part 2. Das wird Part 1 der Fall sein. Wir haben ein Duodokan-Fest, eventuell eine Rückkehr mit Purunga-Mission. Aber was wir wissen, wir haben ein Duodokan-Fest. In einem Banner ist der Goku, in anderen der Freezer. Und dann könnte Part 2 kommen. Wirklich ähnlich wie im Jubiläum. In Part 2 kamen dann auch wieder die, natürlich waren es die älteren LR-Featured-Banner rein. Aber zu Part 2 kommt dann quasi ein neuer LR rein. Auch zu 250 Millionen Celebration. Nämlich LR Goku und Freezer Angel, die gegen Jiren kämpfen. Und das, Freunde, ich kann zudem nicht viel sagen. Ich weiß nicht, ob das Artwork vom LR sein wird. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Szene ist. Ich kann nicht sagen, ob das ein neuer Jiren ist. Ein Artwork von einem Full Power Jiren. Das werden wir gleich besprechen. Aber was hier wichtig ist, ist quasi, dass ich sehr stark davon ausgehe, weil die Leaker auch gemeint haben, das eine kommt zu Ende August, wäre Part 1 meines Erachtens nach. Und das zweite Mitte September kommt zu Part 2. Nämlich LR Goku Freezer Angel und hier quasi kämpfen sie gegen Jiren. Wie gesagt, das mit dem Part 1, Part 2 ist meine Spekulation, aber diese Trailer sagen uns schon auf jeden Fall, das Ding ist in den Ingame-Daten oder je nachdem, wo sie es herausgefischt haben aus den Servern. Und somit sind auf jeden Fall, was wir fix sagen können, ist, diese Artworks sind bestätigt und diese Charaktere werden kommen, meine Freunde. Weil ich das Ganze bis jetzt noch nicht überzeugt habe, morgen ist von 3 Uhr nachts bis 2 Uhr morgens eine Wartung im japanischen Dokkan-Battle. Darunter werden dann direkt danach die Great Apes, Tora, Borgos und Shugesh ihr Awakening bekommen. Und die Passives dieser Awakening-Charaktere wurde auch in den Livestream geleakt, wo die Sachen zu den Freezer-Details geleakt wurden und zu dem Goku. Heißt, wenn das morgen bestätigt wird, wenn morgen die Passive dieser Great Apes genauso wird wie aus den Leaks, dann stehen die Chancen wirklich sehr, sehr gut, dass das auch die Passive der Charaktere so kommen wird. Und jetzt stehen die Chancen vor allem gut nach dem Trailer, weil die Artworks im Trailer vorkommen. So. Jetzt sind wir auf ein Level. Davon können wir quasi jetzt erstmal ausgehen. Heißt, das Ding wird kommen, die Artworks werden so aussehen. Und ich schätze mal, das ist Part 1. Aber, die Artworks, Alter, krank. Aber was mich jetzt, wahrscheinlich viele sich die Frage noch stellen. Was hat es mit diesem Jiren auf sich?
Na klar, wir können ganz klar sagen, wir wussten, dass ein LL Goku und Freezer sein kommen wird. Sie werden wahrscheinlich, ich will nicht sagen, ich kann nicht sagen, ob sie dieses Artwork haben werden. Das sieht nicht aus wie ein LL Artwork. Es kann vielleicht ihr SSR Artwork sein oder ihr TOR Artwork. Das können wir noch nicht sagen. Oder einfach eine Animation aus ihrer Essay kann auch sein. Wie gesagt, das müssen wir noch beobachten. Einfach mal ein bisschen Geduld haben, was dann quasi noch zu den LL Charakteren kommen wird. Was aber hier wahrscheinlich für viele wichtig ist oder viele sich fragen werden, verdammt nochmal, was hat es mit dem Jiren auf sich? Freunde, zu diesem Jiren haben wir keinerlei Leaks. Deswegen können wir dazu überhaupt nichts sagen. Es sieht aus wie ein Full Power Jiren. Die Sache ist aber folgendes. Nehmen wir mal an, ich werde jetzt verschiedene Szenarien annehmen. Nehmen wir mal an, dieser Jiren wird eine neue Karte mit einem Awakening. Das ist quasi sein Form. Sagen wir mal, das ist eine TOR-Art-Form. Okay. Wenn das gleich in Global kommen sollte, dann haben wir das Problem, dass unser jetziger Jiren noch gar nicht sein Awakening bekommen hat. Wisst ihr, was ich meine? Also gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass das eine neue Jiren-Karte sein wird. Könnte es vielleicht ein LR Jiren sein? Vielleicht. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber es wäre halt krank, wenn sie nach einem Duodokan-Fest mit den beiden Jungs direkt Mitte September danach ein Duodokan-Fest oder ein, ja, zwei Banner raushauen mit den beiden oder ein Banner mit, Hauptsache mit zwei neuen LR. Was wir wissen ist halt, das wird auf jeden Fall ein LR-Charakter, LR Goku und Freezer. Aber was hat das mit dem Jiren auf sich? Nun, wir haben ja eigentlich, dieser Jiren könnte auch wirklich, ich will diesen Jiren, vor allem diesen Jiren, will ich jetzt noch nicht hypen. Weil wir haben keinerlei Leaks zu ihm. Wir haben Leaks zu Goku, Freezer und zu LR Goku und Freezer. Über die können wir reden. Aber diesen Jiren, weil er in einem Trailer auftaucht, den will ich nicht hypen. Weil ein Trailer kann viel auftauchen, meine Freunde. Im Endeffekt kann es auch einfach ein Jiren sein, der in einem Story-Event auftaucht, als Gegner oder so. Kann wirklich sein, denn wir haben eigentlich schon so einen Jiren, nämlich dieser Jiren hier. Dieser Jiren ist ein Gegner aus dem Story-Event von Tournament of Power, was in JP Online kam. Und damals haben sie auch gefragt, du, dieser Jiren kommt als Karte? Ja, nein. Nee, das ist nur ein Gegner. Deswegen will ich diesen Jiren speziell wirklich nicht hochreden. Aber mich würde dennoch interessieren, was haltet ihr dazu? Vor allem, dass dieser Jiren aufgetaucht ist. Sagt ihr, hey, okay, das könnte vielleicht... Also lasst mich einfach eure Gedanken preisgeben. Wir müssen quasi jetzt die Gedanken sammeln. Wir müssen alles ordnen. Wir müssen uns zusammen aushelfen. Aber... Um ehrlich zu sein, diesen Jiren will ich nicht hochreden, ich will den noch nicht hypen, weil wir zu ihm legit nur das aus dem Trailer haben. Und irgendwas aus dem Trailer herauszufischen, ist schwer, weil geleakt in den Daten oder Passes, irgendwas, die das gibt, die bei den anderen Jungs, haben wir zu den Jiren nichts. Was wir aber zusammenfassend sagen können, ist, dank diesen Trailern der beiden Jungs, und mal wirklich Shoutout an iSeriously und an Kowai, das wird höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach Part 1 sein zu Celebration Ende August, sagen wir mal so 28. so im Training herum, wird dann ein Ende August quasi Duodokan-Fest kommen, vielleicht Return of Porunga-Mission und diese beiden Jungs werden dann Duodokan-Fest sein und somit sind halt wirklich die Artworks der beiden bestätigt, wie es hier unser Boy The Truth zu euch gesagt hat. Also sie sind natürlich nicht offiziell bestätigt, aber wegen den Trailers geht man sehr stark davon aus, dass es wirklich jetzt unter einem Dach ist. Ich würde sagen 99% bestätigt so an der Stelle, offiziell noch natürlich nichts. Wird aber hoffentlich die Tage in den Downloads, durch Downloads kommen in die Daten, die Tage, die Woche, werden wir auf jeden Fall schlauer. Nur quasi dann zu Part 2 Sarama Missions, gucken wir mal, Super Dragon Balls einsammeln, gucken wir mal, wäre geil, warum nicht. Aber dann quasi natürlich Mitte September, das hatten wir quasi auch aus dem Nix. LR Goku und Freezer zu dem Jiren, wie gesagt, wissen wir gar nichts, meine Freunde. Ich wollte euch das auf jeden Fall noch wissen lassen am heutigen Tag. Ich denke, dass so zwecks Breaking News, so Leaks, nichts mehr in die Tage kommen wird. Was halt dann noch kommen wird, wird wahrscheinlich sein, was kompakter ist, nachdem wir einen Data-Download haben, nachdem wir Serverwartungen haben, sei es in den nächsten Tagen, sei es vielleicht auch schon morgen, weil eine JP eine Wartung ist, oder in den nächsten Tagen, eben in der kommenden Woche. Freunde, mehr Hype geht nicht, nach dem Jubiläum direkt sowas rauszuhauen. Und eigentlich, guck mal ganz kurz nach, ob irgendwas Neues reinkam, eigentlich sollte das zu beiden Versionen kommen. Hier kam auch die Frage, du, wenn Global diesen Dokkan in Jiren bekommt, Full Power Jiren, ist das möglich und so, und der The Truth meint, it's possible, we need to wait and see, we don't even know for sure that the Jiren will release during Celebration. Genau, wir wissen eben halt echt nicht, dass dieser Jiren quasi während der Celebration überhaupt released wird oder nicht. Er ist aus dem Trailer, ich würde da nicht sehr viel zu sagen. Gaming with Helen sagt ja an der Stelle, dass der neue Agel Goku, der droppen wird, den wir hier haben aus dem Trailer, dass der quasi an der Stelle an der Baseform anfangen wird, auf SSR-Status Baseform Goku. Diese könnt ihr euch holen, um ihn quasi an Asset zu erhöhen und dann quasi zum Super Saiyan Goku wird, Freunde. Wie gesagt, es kommen immer mehr kleine Neuigkeiten, kleine Leaks, Leaks an der Stelle. Aber diese zwei, das waren wirklich zwei große Dinger, mit denen wir quasi anfangen können. Der Trailer hier und der erste Trailer. Freunde, lasst mich eure Gedanken einfach in den Kommentaren wissen, damit wir quasi
darüber diskutieren können, was abgeht, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein. Du, die 250 Minuten Celebration, die wird es auf jeden Fall in sich haben. Ich bin gehypt wie eh und je. Ich freue mich einfach nur, jetzt heißt es einfach nur abwarten, sich gedulden, bis das Ganze released wird, bis quasi die ganzen Sachen in den Daten kommen werden, durch Deadlines etc. etc. bis wir wissen, wann sie released werden. Bis dann, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.